Damage ist alles. Geh mal zu, ob du die Gegner hier down kriegst. Alles getan? Ja, ich glaube, der ein Fisch hat. Typ ist da einmal durchgezogen und hat. Wir macht ja auch 100. Das ist ein Drache, kein Damage. Fisch. Der sieht aus wie ein Fisch. Ich zeig dir gleich einen Fisch. Und macht. Ich würde ja mal sagen. Der Fehler liegt am Anwender. Du hast es nicht überlebt. Ja, wenn ich mich auch in eine Schildkröte reinporte, ist natürlich schlecht. Ja, die hast du voll erwischt. Da soll noch einer sagen, ich kann nicht zielen. Wie, du hast noch 500 Leben gehabt, oder nicht? Schildkröte OP? Schildkröte macht doch nicht 500 Damage. Schildkröte OP. Ja, Schildkröte OP. Geh mal weiter, ja? Ja, ja, mach mal. Und guck mir das Ganze da hinten mal an. Ich geh oben rum, ist vielleicht ein bisschen kürzer. Gib mal einen Bericht. Naja, um die Xbox zusammenzubringen. Wir hatten, also, was hatten wir? Wir hatten, haben wir noch gehabt, hier den Drachenbums-Gedöns. Ja, haben wir gesagt, der war nett. Der war nett. Kann man sich gut vorstellen. Peace of Thieves. Best Game Ever. Wo du ja noch nicht weißt, ne? Was sollst du davon halten? Obwohl ja, es Piraten das, ist. Das, nein, ich weiß ja, warum es für mich doof ist. Und das liegt einfach daran, dass es diesen Multiplayer-Zwang hat. Dass du es nur spielen kannst mit mehreren Leuten. Das ist halt so der große Kritikpunkt, den ich daran sehe. Ja, weil immer diese Multiplayer-Zwang spielen. Fünf Mann zusammen. Und so wie ich das sehe, hast du da auch nicht jetzt irgendwie eine Server, die du joinst, sondern das ist dann so eine Art Open World, so wie das aussah, so ein bisschen angehaucht. Mhm. Und das dann natürlich irgendwie finde ich ungünstig, so ein bisschen. Wenn du dann nicht die fünf Leute hast, ne, die das gerne mit dir spielen oder regelmäßig. Dann spielst du es mit random Leuten, die du gar nicht magst. Ja, beziehungsweise du weißt ja auch gar nicht, was die machen. Ne? Das ist ja dann, alle wollen der Captain sein oder so. Halt, ne? Keiner will die Kanonen. Du weißt, wie das ist. Also ich weiß nicht. Das kann ganz nett sein, das kann aber auch in die Hose gehen. Nur der große, das große, was mich erschüttert hat, ein bisschen für halt die Xbox oder die Convention, da halt die Pressekonferenz ist, dass sie es so klar gezeigt haben, dass sie ihre Konsole so ein bisschen vernachlässigen mit halt allen PC. Alles, was sie gezeigt haben, ist ja angeblich Windows 10 exklusiv, aber es ist ja alles für den PC nun vorhanden. Du meinst alles Xbox One exklusiv und auch für PC vorhanden? Ja, eben, habe ich das falsch? Ja, du hast gesagt, alles für Windows und alles für PC. Oh, für Xbox und für PC, ja. Also, ne, dass sie es so klar zeigen und sagen, ja, es ist alles, ne, Windows 10 mit dabei. Und es jetzt mehr in Anführungszeichen, als die Werbung für sich halt benutzen, ne? Zu sagen, ja, ihr kriegt jetzt auch alle unsere Spiele auch auf dem PC, was für die meisten Leute ja jetzt ein noch geringerer Kaufgrund jetzt für ihre neue, für die Xbox One halt ist. Absolut. Weil ich krieg's auf dem PC. Zum Beispiel, ich war jemand, der sich, ich hab nicht überlegt, ob ich sie mir jetzt kaufe, das wäre zu viel, aber halt mal so durch den Kopf gehen lassen, sagen, kaufe ich mir die Konsole jetzt, ne, vielleicht, wenn mal irgendein Spiel kommt, was mich dann, richtig überzeugt, dass ich dann da vielleicht gesagt hätte, ja gut, für das Spiel und dann halt, ne, dadurch, dass ich ja keine 360 hatte, ne, wäre es dann für mich gewesen, ich kaufe mir die Konsole. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt eine habe. Jetzt, wenn ich das so sehe mit den ganzen Spielen, dass die jetzt auch für den PC rauskommen, sehe ich nicht den Grund, warum ich eine Xbox One mehr kaufen soll. Ja. Da sehe ich viel mehr, kauf dir eine 360, die ist billiger, dann kannst du die Spiele auch alle nachholen. Und Xbox One Spiele spielst du halt auch nicht. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt halt deren Marketingstrategie in dem Sinne halt für ist. Alles, was ich darin sehe, ist, sie sind sehr stark verzweifelt. Ja, aber du musst ja auch verzweifelt sein, wenn du, es steht, ne, 5:1 in den Verkaufen einer PlayStation und einer Xbox One. Ja. Also im Konsolenkrieg hinken sie ja sehr, sehr stark hinterher. Und das ist für beide nicht gut. Absolut.
beschönigen, weil sie keinen Grund haben mehr, anständigen Content rauszubringen und es vernachlässigen und wie ein Debakel wie mit der PlayStation 3. Aber du weißt, wie das ist, ne? Wenn zwei sich streiten, freut sich Nintendo. Irgendwann. Nintendo vergeigt das schon von allein. Weißt du, Nintendo ist wie jemand, den du kennst in Worms, der schießt die Granaten und trifft sich selbst. So wie du? Ja, er schiebt uns doch nicht. Mach ich immer. Im letzten Spiel trifft das immer zu, aber nur im letzten. Nur im letzten? Ne? Du weißt, worauf ich hinaus bin. Ja, ich ja. Ich finde, Nintendo schießt sich sehr, sehr häufig mit den Entscheidungen, nur Mario-Spiele und sowas zum Beispiel zu machen, selbst ins Bein. Mhm. Und anstatt ihrer starken IPs mal zu nutzen, wie Samus oder sowas, oder dann ein halb zusammengeschustertes Star Fox auf den Markt zu bringen. Mhm. Ist dann halt, finde ich, komisch und fragwürdig. Ja, stattdessen hauen sie, dröft sich mal Mario raus. Auch wenn sich ja, Mario gut verkauft, ne? Aber man kann es doch übertreiben. Du, irgendwann hast es über, das ist nun mal so. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Und das sehe ich halt so bei der Wii halt, ne? Jetzt kommt die Neo und das Erste, was sie machen, sie kündigen Mario Kart und Smash Brothers für Neo an. Und, ne? Na gut, Smash Brothers Instant Buy, ne? Ja, Mario Kart für viele auch. Warum ist es jetzt so notwendig, halt, ne, dasselbe Spiel, was du jetzt schon 1000 Mal gespielt, ne, auch jetzt nochmal für die neue Konsole zu kaufen? Es mehr Charaktere. Ja, es enden wahrscheinlich nicht mal. Siehe, das ist wie dann bei einem 3DS und sowas halt. Ja. Die Kombination. Du hast dasselbe Line-Up. Außer, dass die DLC-Charaktere wahrscheinlich dann schon vom Anfang an mit drin sind und dann vielleicht ein, zwei Charaktere mehr. Ob sich's wirklich lohnt, ich weiß ja nicht. Ich, ne? Klar, Instant Buy. Smash Brothers. Man muss nur die Zeit haben, vernünftig Smash Brothers spielen zu können. Ich sehe das auch anders aus. Ich weiß ja nicht. Ich halte es einfach für ein bisschen für vergeudetes Talent ein bisschen halt. Und vergeudete IP, besonders mit denen, was sie halt noch auf der Bank liegen haben. Ein richtiges F-Zero, mal ein anständiges mal wieder, anstatt Mario Kart. Oder ne, Samus anstatt Link. Ich meine, ich mag Legend of Zelda, keine Frage. Macht ja immer wieder Spaß, noch die Spiele zu sehen, zu spielen. Und aber man hat auch häufig jetzt schon Link gesehen im Spiel. Und es wäre mal einfach schön, mal wieder was anderes zu haben. Und ich verstehe auch nicht, warum auch ne, wirklich wie sowas wie Fire Emblem oder sowas es nicht auf die Konsole schafft. Nee, ja, ihr schafft es ja immer nur auf die Handhelds. Ja, da laufen sie ja auch gut, aber es wäre halt auch einfach schön, die ganzen Titel mal auf der Wii U. Ja. Ne? Das ist dasselbe, wie ich aber auch auf der PlayStation hoffe, dass Persona 3, 4 auch mal geremaked auf der PlayStation dann nochmal kommen. Anstatt auf dem. Sie haben ja die PlayStation 2 Titel dann alle auf ihrer Portable rausgebracht, also den vierten auf jeden Fall. Und jetzt immer nur in so komischen Dance-Off- und Beat'em-Ups. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn man das streichen würde und sagt, hey, ne, wir bringen mal wieder ein ganz normales Persona, kommt ja jetzt zum Glück mit 5, ne? Aber auch die alten dann mal wieder. Im anständig geremaked halt. Das sind so Spiele, die es mal verdient hätten. Anstatt, ne, God of War 3, was wir auf der PlayStation 3 und sowas ja schon hatten. Ja, aber jetzt in 60 FPS und in 1080p und hast du nicht gesehen. Hat Last of Us ja auch so gut getan, das auf 60 FPS zu bringen. Einmal nicht? Hat keiner mehr was getroffen. Richtig geniale Idee. Also ich weiß nicht. Nein, aber ne? Hm. Ich weiß ja auch nicht. Aber ne, die große Frage, die ich mich ja dann doch stelle... Wo war Sega? Sega. Sega war weg. Sega ist kommt wirklich auf nichts von gewesen. Nichts, gar nichts. Ja, kommt auf Nintendo. Bayonetta 3. Doch nicht von Sega. Die haben Bayonetta schon mit Teil 2 abgeschrieben. Nein, nein. Doch. Sie haben es doch jetzt mit... War das Total War Warhammer, was von denen kam? Ich glaube.
Ne? Es war, war es von Sega noch mit? Ich meine schon, ne? Total War gehört, also Total War gehört ja Sega, aber auch der Spin-Off-Titel jetzt davon war, weiß ich nicht. Aber ich, ne, vermute mal, dass, ne, damit dann halt, da haben sie doch jetzt genug Knete reingekriegt. Das ist es jetzt erstmal gewesen. Mehr ist halt gerade nicht. Ja, aber, ne, wo ist das nächste Sonic-Spiel, das keiner will? Sonic Boom 2. Ich meine ja nur. Fans wie ich wollen beliefert werden mit scheiß Sonic-Spielen. Sonic the Game auf der PlayStation 3, ne? Was super war. Was so gut funktioniert hat. Ich bin da echt am überlegen, ob ich mir das jetzt mal für die Xbox hole. Einfach nur um zu sehen, ob es performanter ist. Wahrscheinlich nicht. Auch, ich könnte es mir vorstellen, tatsächlich. Weil Bayonetta ja auch auf PS3 nicht ganz so laufen soll wie auf der Xbox. Kann sein, das weiß ich nicht genau. Oh, habe ich gehört vom Hörensagen. Nicht mal bei 100 hier angekommen. Nein. Nee, immer noch nicht. Ich flieg schon immer mal wieder hin, um zu gucken. Na, ist es denn jetzt endlich? Weil ich meine, habe ich oben schon so viel getötet. Ich töte ja hier unten auch schon, finde ich, eine Masse, aber. Und ich sehe auch, wie halt immer dann die Pixelpünktchen dann noch rüberfliegen und alles. Also, wird schon gezählt, aber. Da fehlt anscheinend noch ein bisschen was. Vor allem das Schlimme ist, wenn wir die vierte Säule down haben. Kommt der Moonlord. Dann sind wir dafür nicht bereit. Es ist down. Es ist down, ich werde erscheinen. Irgendwann. Ja, ich spiele auf Nummer sicher und hab nur das HP-Ding draußen. Bedeutet, ich mache nicht viel Damage. Bedeutet, du hast genug Zeit, um noch rüberzukommen. Ja, ja, wird schon. Ich warte auch diesmal, dass nicht, dass tatsächlich doch der Loot dann halt wieder abhanden kommt oder so für dich. Um zu sehen, ob das tatsächlich dann der Fall war, weil wenn, dann wäre das ja total ätzend. Aber eigentlich despawnt in Terraria nichts an Items. Dürfte eigentlich nicht, aber du weißt nie. Ja. Und, ne, was mich bei Xbox noch überrascht hat, natürlich State of Decay 2. Ja, das war für dich ja, ne, Highlight. Das war für mich tatsächlich so ein bisschen Highlight, weil ich habe ja jetzt hier Teil 1 gespielt. Ich war überrascht und betrauert zugleich vom Spiel, aber tatsächlich mehr positiv überrascht und habe mir es dann dennoch ein bisschen bugfreier gewünscht. Aber, naja, was willst du machen? Ist halt so, wie es ist. Ich musste gerade mal mit so einem ganzen Paket flöten gehen, weil da so ein scheiß Debuff mir draufgehauen hat. Mhm. Der nervt echt, dieses komische, ne, dass du dann nicht mehr springen kannst, das nervt, weil du da nicht ausweichen kannst und kriegst, boah, sind das jetzt viele Gegner. Da Fug. Ja, ich weiß auch nicht, wo die auf einmal herkommen. Was ist das denn? Da kam eben so ein Schwarm an zu mir hin und dann, ne? Riesenarmee. Die sind nicht groß. Vor allem sein, auch immer schön, wie dann so ein Vortex-Portal geöffnet wird, der einfach mal so einen fetten Blitz entgegenknallt. Ich tippe einfach mal, dass das jetzt, je mehr Damage das Teil nimmt, desto mehr spawnt das vielleicht. Das kann natürlich sein. Ich hoffe es nicht, aber es kann natürlich sein. Alien Queen can spawn Larven, die into Hornets. Das sind aber, das waren alles Alien Queens, das waren keine Hornets. Das waren schon, das war das der ausgebaute Scheiß schon. Nee, aber Alien Queens, ah ja. Ja, die gibt's da, Alien Queen, okay. Heißt einer der Gegner. Vortexian heißt der andere und Storm Diver gibt's auch noch. Auch noch? Ja. Okay. Nein, aber, ne, um das jetzt so noch für die Xbox halt zum Abschluss zu bringen, wie gesagt, das Drachenspiel fand ich so schön. State of Decay für dich, gut. Was hat man sonst noch? Dead Rising, ja, gut, ne. Gears of War. Nicht überzeugend fand ich. Ich muss immer die anderen Teile spielen, aber Gears of War. Gears of War 4, ja. Gut für mich, der die Reihen immer noch nicht gespielt hat, ne. Ja, für mich auch nicht. Ding ist down, ich bin tot. You are overwhelmed with pain. I like pain. Hast du denn das Zeug eingesammelt, oder? Ich bin tot. Keiner kann's kriegen. Keiner kann's kriegen, vielleicht.
finde das auch super, dass ich instant diesen scheiß Debuff abbekomme.